Lange blieben sie unbeachtet. Thioarsenate im Reis sind ein recht neues, brisantes Forschungsfeld, das sogar die Essgewohnheiten des Pflanzenforschers Professor Stefan Clemens von der Bayreuther Universität verändert hat. Herr Clemens, essen Sie überhaupt noch Reis? Ja, das mag überraschend sein, aber Reis esse ich tatsächlich noch, wovon ich aber abrate und was ich auch so im Freundes- und Bekanntenkreis und in der Familie verbreite, ist, dass ich nicht unbedingt mehr Reiswaffeln esse. Denn unsere Messungen haben ergeben, dass Reiswaffeln besonders viel der möglicherweise besonders problematischen Arsenverbindungen enthalten. Und deswegen ist das ein Produkt, das wir jetzt eher meiden. Arsen ist nicht gleich Arsen. Und wo eine mutmaßliche Gefahr drohen könnte, gibt's jetzt im Blattgeflüsterfilm.